Hi Leute, heute machen wir uns einen Regenbogen-Cocktail. Dafür brauchen wir Orangensaft, roten Sirup, wir haben jetzt Sauerkirschsirup, aber ihr könnt auch jeden anderen Sirup benutzen, der rot ist. Blauen Sirup, blauen Farbstoff haben wir da genommen, Marina. Lebensmittelfarbe. Blaue Lebensmittelfarbe, ihr könnt auch Blue Curaçao nehmen. Genau. Wir fangen an mit dem Orangensaft, ist das richtig? Ja. An mit dem gelben Orangensaft. Ich würde mal sagen, das reicht so. Mhm. Dann geben wir ein bisschen von unserem roten Sirup dazu. Profi-Tipp. Löffel an den Glasrand und dann probieren, auf den Löffel drauflaufen zu lassen. So, oder noch mehr? Das reicht schon. Das reicht schon. Und zum Schluss geben wir einen kleinen Tropfen von unserer blauen Lebensmittelfarbe in Sprudel. Siehe da, es sollte jetzt gleich pink werden. Hier wird natürlich blau. Kurz umrühren. Alles verteilt. Und das geben wir jetzt auch oben dazu. Auch hier wieder können wir einen Löffel als Hilfsmittel nehmen. Leute, wir verlieren einfach alles. Das ist auch in Ordnung. Okay. So passt es schon. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier unseren dreistöckigen Cocktail. Lasst es euch schmecken.